So, meine lieben Freunde, weiter geht es mit Madagaskar. Ich bin heute richtig auf Aufnehmen-Laune. Vor ungefähr einer Stunde habe ich ja schon Madagaskar aufgenommen. Jetzt nehme ich noch mal eine Runde auf und wir machen weiter mit das Raubtier in dir. Ja, und ich möchte kurz anmerken, ich werde jetzt so ungefähr 2 Stunden oder so aufnehmen. Also es könnte sein, es muss nicht sein, aber es könnte sein, dass ich Madagaskar jetzt abschließen werde. Ja, und jetzt würde ich sagen, let's go mit das Raubtier in dir. Hey Merman, hast du dir Alex mal angeguckt? Er sieht nicht gut aus. Oh je, ich wusste, es war nur eine Frage der Zeit, bis sich einer von uns eine landestypische Krankheit zuzieht und die anderen ansteckt. Unsere Körper sind nicht dafür geschaffen, in dieser Umwelt zu überleben. Verstehst du, Gloria? Unsere Körper sind dafür einfach nicht geschaffen. Merman, du musst dich abregen, Kumpel. Ich glaube nicht, dass Alex krank ist. Ich glaube, er hat einfach nur richtig großen Hunger. Ist dir aufgefallen, dass er bei dem Bankett gar nichts gegessen hat? Ach so, ja, das ist mir aufgefallen. Aber das liegt daran, dass wir keinen Steakbaum finden konnten. Sobald wir einen finden, wird er essen wie ein Schaf mit Enterotoxinämie. Außer, dass er hoffentlich nicht danach stirbt. Das ist alles schön und gut, nur gibt es gar keine Steakbäume. Oh oh, jetzt mache ich mir wieder Sorgen. Und das kann zu Equina-Protozoe-Myelitis führen. Kurz EPM. Merman, du kriegst keine Equine-Proto sonst was. Wir müssen nur herausfinden, wie wir Alex ein Steak besorgen. Da drüben ist Maurice. Warum fragst du ihn nicht, ob er uns helfen kann? Ich soll mir selber fragen? Merman, ein Glück, dass du hier bist. Hey, habt ihr hier im Dschungel ein paar Steakbäume? Es tut mir leid, mein Freund, aber davon habe ich nie gehört. Wenn wir hier sowas wie ein Steak haben, dann höchstens auf diesem großen Affenbrotbaum. Leider ist der volle Affenbrotbaum Würmer. Vielleicht könntest du den Baum von den Würmern befreien und mit etwas Glück dieses Ding finden, das du Steak nennst. Gut, dass ich nicht groß genug bin, um etwas zu erkennen. Würmer! Warum hast du mir nicht gesagt, dass die so scheußlich sind? Entschuldige. Du kannst den Baum retten und die Würmer und ihre Nester ausrotten, wenn du zu diesen Pilzplattformen um den Baum herumschwebst. Die Fledermäuse haben dir Kokosnüsse zum Werfen mitgebracht. Aber ich habe gehört, die Würmer und die Nester sind giftig. Mein Körper verträgt keine Toxine. Dann pass auf, dass du sie nicht berührst. So, ich würde mich aber gerne erstmal hier umgucken. Da ist die Gefahr, dass ich den Wurm berühre, denn, sage ich mal, vorgeschrieben. Also es heißt, wohl wir werden... Okay, hier ist kein Wurm. Eine Spinne! Und wir haben unsere allererste Minze. So. Schwebe zu dieser Plattform da drüben. Okay. Niemand hat gesagt, dass die Kokosnüsse haarig sein würden. Ist euch mal aufgefallen, dass dieser Melmel irgendwie nur Probleme hat? Irgendwie kein Plan. Der ist ganz schön pingelig, wenn ich das so sagen kann. Wie beende ich denn das? Ah, mit G. G, die Taste für fast alles. So, Kann ich nicht etwas Sauberes werfen? Antibakterielle Seife oder sowas? So. Mach ich halt den Wurm tot, ist ja kein Problem. So. Ach so. Ich verstehe. Ich passe besser auf diese Geier auf. Vielleicht kann ich sie mit Kokosnüssen bewerfen. Ich würde sagen, ich hab's richtig gemacht. Aber da ist noch ein Geier. Der jetzt irgendwie verschwunden ist, warum auch immer. Kein Plan, ist mir aber auch egal. So. Hm.
Ich würde mich gern beschweren, aber irgendwie macht mir das Kokosnusswerfen sogar Spaß. Mir auch, lieber Mammon. Ja, Mammon. Du hast den Baum gerettet. Der Weg nach oben ist frei. Ja, so ungefähr. Also, es sind noch ein paar Viecher da. Und die mache ich jetzt höchstpersönlich. Wenn ich noch höher kletter, steigt das Risiko für ein Lungenödem ganz erheblich. Alter, was hat der für Probleme? Der hat irgendwelche Krankheiten, von denen ich nichts gehört habe. Also noch nie was gehört habe, sozusagen. Gute Neuigkeiten, Merman. Wir haben die Primärkolonie der Affenbrotbaumwürmer gefunden. Das sind gute Neuigkeiten? Naja, das Gute ist, dass wir sie gefunden haben. Das Schlechte ist, sie vermehren sich wie verrückt. Wir müssen sie aufhalten, pronto! Wie furchtbar! Es sieht aus, als wäre da eine ganze Armee dieser dreckigen kleinen Biester. Richtig. Und jetzt kommst du ins Spiel. Dieses Mal wirfst du allerdings statt Kokosnüssen Stinkfruchtbomben auf die Würmer und ihre Nester. Oh. Wir verlassen uns auf dich, Merman. Und los geht's! Dann wollen wir mal. Ups. Stimmt ja, die musste ja so komisch schleudern. Na, fast. Na, das war zu wenig. Und jetzt. Genau richtig. Toller Schuss, Langhals. Jetzt finde die nächsten Stapel Stinkfrüchte und bombardiere die nächste Kolonie. Ja, mach ich. Aber nur, weil ich es muss. Normal würde ich sagen, mach doch selber, aber ja, ich muss. Ja, die sind schon ein bisschen weiter, also... Ja, ich würde sagen, fast ganz oben, der Strich. Also, ungefähr so. Okay, das war wieder ein bisschen zu viel. Ungefähr so. Zu wenig. Die Hälfte von ganz oben. Also ungefähr so. Genau darauf. Zwei erledigt. Zwei noch da. Der nächste Stinkfruchtstapel ist fast da. Hey, das hat sich gereimt. Da und da reimt sich nicht wirklich. Also das ist zwar derselbe Umfang, Anhang, whatever, aber rein kannst du das nicht wirklich nennen. Das ist jetzt wieder ein kurzer, der muss ungefähr so. Bam, perfekt. Ja, gut gezielt. Jetzt zur nächsten Plattform und weiter so. Jojo. Wenn ich noch höher kletter, steigt das Risiko für ein Lungenödem ganz erheblich. Okay, jetzt geht das wieder los. Der mit seinen komischen Problemen und seinen Krankheiten. Was ist überhaupt ein Lungenödem oder Idem oder was weiß ich, ey? Ups. Ungefähr so. Also, ich muss mich ein bisschen drehen und dann muss ich ungefähr so. Einfach nur, um zu testen, ob das zu weit wäre. So ist es nämlich nicht richtig. Also, so, jetzt aber. Ja. Also jetzt, Freunde, ich wollte euch ein bisschen ärgern, ja? Seht ihr, ich komme der ganzen Sache immer näher, Und genau drauf. Nein! Alter, wie genau soll man das bitte paschen? Das ist ja übel. Moment. Jetzt ist zu weit. Jetzt ist perfekt. Fast fertig.
Jetzt musst du runter auf den Boden und die letzten von ihnen wegputzen, bevor sie entkommen. Yeah. Wenn nur ein einzelner Wurm überlebt, wird der Dreck nicht sterben. Nicht angefasst. Oh, oh, oh. Jeder dieser Würmer ist eine tickende Zeitbombe der Kontamination. Eine tickende Zeitbombe der was? Ich sollte lieber all diese Würmer wegwischen, wenn das hier jemals sauber werden soll. Ja, das denke ich auch. Hallo, Würmchen. Geschafft, Melman. Hey, da war... Du bist unser Held. Das war großartig. Du bist über dich hinausgewachsen. Da war noch eine Münze, ihr Idioten. Melman, nicht zu fassen. Seit wann bist du so ein toller Hengst? Du hast uns allen den Tag gerettet. Du bist wohl nicht sofort für eine weitere kleine Aufgabe Hey, ich bin dran. Worum geht es denn? Erinnerst du dich an diesen verrückten Maulwurf von unserem Bankett? Er und seine Freunde haben sich unter unserem Garten eingerichtet. Sie machen alles kaputt. Ich erkläre mal die Lage. Ich schufte mich krumm, damit dieser Pepperoni-Garten Früchte trägt. Und dieser Maulwürfel schert als einen Mist. Kannst du mir helfen? Bin dabei. Was soll ich für dich tun? Gut, die bösen Jungs gibt es in drei Farben. Die schwarzen sind mild. Die grauen sind wild. Die braunen sind irgendwo dazwischen, ja? Zeig diesen Plagen, dass du es ernst meinst. Und ich gebe dir einen Punkt für die schwarzen, zwei für die braunen und drei für die grauen Quellgeister. Wenn du genug Punkte hast, sind meine Sorgen begraben. Wortwörtlich. Ah, ja. Ich habe zwar jetzt nicht mehr ganz im Kopf, welche was sind, aber ja, läuft bei dir, läuft bei dir. Das ist der falsche Garten, um hier zu machen, was ihr so macht. Ja, 40 ist schon okay, ist schon okay. Yay, 51. Und viel mehr Punkte, als ich eigentlich haben sollte. Ey, ich will es gar nicht besser machen, aber auch egal. Gut, dann nehmen wir jetzt noch die Münzen und dann würde ich sagen, Freunde, machen wir hier einen kleinen Cut. Also bis gleich.